Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein können auf der FedCon. Ich bin Robert Corvus und zumindest für dieses Panel bin ich einfach ein Fan. Ich hoffe, so wie ihr alle auch, von diversen nerdigem Kram, aber insbesondere auch davon, dass wir uns in Verbindung halten können, dass wir immer wieder neue Sachen erfahren können über das, was uns speziell interessiert, weil es in den Weiten des Internets so etwas gibt wie Streams und wie Podcasts. Deswegen herzlich willkommen an unsere Streamer und Podcaster. Ich denke mal, die beiden ganz außen von mir aus gesehen, kennt ihr am ehesten, weil sie mit Bildern unterwegs sind. Wir haben die von dem Stream Last Geek Tonight, haben wir Nessie und Chris bei uns. Die anderen kennt ihr mehr so von den beruhigenden Stimmen, weil die ja podcastmäßig unterwegs sind. Also wir haben Dominik und Chris. Und von einem anderen Podcast, vielleicht kommen wir dann auch noch dazu, aber wir haben jetzt mal die Welten, die in den Fokus gestellt. Und wir haben das radiofreies Erdruss mit Alex und Chris. Wir merken also, wenn ihr streamt oder Podcast, braucht ihr einen Chris im Team. Sonst klappt das nicht. Ne? Das ist also für dieses Antragsformular, müsst ihr so einen Haken setzen, wir haben einen Chris. Sonst funktioniert das nicht. Ja, also ich finde das immer klasse, ich höre mir diese Sachen gerne an und schaue sie mir gerne an. Wie ist das denn für euch? Also dass es absolut normal ist, ein Nerd zu sein und die Nächte durchzubingen, wenn man irgendeine Serie liest oder schaut, das geht uns ja allen so. Aber so in die Öffentlichkeit zu gehen und das eigene Hobby so vorzustellen und in die Welt hinauszutragen, was wolltet ihr damit und habt ihr das erreicht? Für mich kann ich auf jeden Fall sagen, ganz ehrlich, ohne Corona wäre das alles nicht passiert. Denn während wir alle isoliert zu Hause gesessen und konnten unseren neuen Kram nicht mehr so pflegen, wie wir es gewohnt waren. Das hat bei mir erst dazu geführt, dass ich meine Instagram gemacht habe, Dominik Liest, wo ich dann als Science-Fiction-Roman vorgestellt habe und Perone dann angefangen habe vorzustellen. Und das war sehr überraschend, dass Menschen, die das auch lesen. Denn wenn man so ganz normal durch die Straße läuft, ist es sehr unwahrscheinlich, jemanden zu finden. Wir machen hier den Test im Real Life. Wer von euch hat schon mal ein Buch gelesen? Ja. Siehste, diese Publikum. So, alles klar. Und jetzt haben wir den perfekten Gegenbeweis, denn wir gucken, da gab es keinen Fedcon. Das war ein riesengroßes Problem. Und so konnte man connecten und dann ist ganz schnell in Kontakt mit Menschen gekommen, die auch so ein Kram lesen. Und gerade bei Perry Rowan war es für mich abgefahren zu sehen, wie viele Leute das auch lesen. Und dann kam dieser Typ dazu, der das dann auch gelesen hat. Und der hat dann gesagt, hey, du machst doch auch so alte Bücher und was weiß ich und so. Lass doch mal einen Podcast machen. Genau, und dieser Podcast ist halt auch entstanden, oder der Wettenlieb ist dann auch entstanden. Weil ich persönlich bin auf dem Land groß geworden und da gab es keine Leute, die auch dieselben Bücher gelesen haben wie wir und wie ich. Und aus diesem Trauma ist diese Plattform Wettenlieb entstanden und dann halt auch die Folgen im Podcast, der Wettenlieb-Podcast, der Terranische Kongress und unser ganzer Perioden-Kram. Ist denn euer Leben jetzt schöner? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich unterhalte mich mehrfach die Woche mit anderen Leuten über Dinge, die ich tue. Und das ist, glaube ich, die schönste Erfahrung, die man so machen kann. Chris, hast du jetzt mehr Groupies? Jetzt habe ich nicht gesagt, welcher Chris. Jetzt können wir mal gucken, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich Groupies möchte. Okay. Wie ist das bei euch? Wie seid ihr dazu gekommen? Radiofreies Erdruss? Ja, eigentlich unterhalte ich mich gerne mit Leuten über diese Themen. Also ich habe nur ein Problem, ich bin eigentlich ein unglaublich schüchterner Mensch. Und das heißt, früher bin ich auf eine Convention gegangen, habe irgendwie, keine Ahnung, 10 Stunden nämlich in Panels gehockt und habe irgendwie mich 2 Stunden irgendwie mit irgendwelchen Leuten unterhalten, bis ich irgendwann mal Kontakt irgendwie hatte. Und der Podcast ist einfach ein Medium, dass das umgekehrt ist. Also auf den ganzen Pericons, die jetzt Corona war, habe ich so gut wie kein Programm mitgenommen. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute jetzt ein Programm mitnimmt. Und mittlerweile ist es halt, wie gesagt, umgekehrt zu früher. Ich bin auf Conventions, ich kenne über den Podcast halt Leute oder Leute sprechen mich drauf an. Das war auf dem Pericon in Garching, hatte ich dann zum ersten Mal so dieses Erlebnis, wo sich einer umdrehte und dann meinte, boah, das ist total krass, eure Stimme mit mir jetzt in einem Raum zu hören. Kopfhörer und zack, waren wir im Gespräch. Und das ist einfach für mich so das Ding,
damit habe ich es probiert, es klappt ganz gut und es macht einfach gerade Spaß. Also du bist so vom kleinen, schüchternen Konbesucher zum Star geworden. Das kann war das auch deine Intention? Natürlich, das Ziel ist ja dann im nächsten Jahr auf der großen Bühne zu sein, das ist ja jetzt im Warmlauf. Okay. Ich sage mal so, das ist natürlich gerade Podcast natürlich das Medium, so ein bisschen im Gegensatz zu den Last Geeks, wo man sieht, dass man wirklich alleine vor dem Rechner, wo man ohne Kamera arbeitet oder mit dem Christoph zusammen, einfach sagt, ich kann viel freier in den Mikro sprechen, in die Welt raus, als so vor einer Kamera. Deswegen war das so unser, aber zumindest für mich so das Medium, als es angestoßen hat. Also vielleicht auch für Leute, die ein bisschen Hemmung haben, ihr Bild so in die Welt rauszuholen. Ja, ich bin durch ihn zum Podcast gekommen und auch im Grunde genommen zu Perry Roden. Ich kenne ihn seit etwa 20 Jahren. Wir haben uns über so ein komisches Online-Rollenspiel kennengelernt, Welt der irgendwas. Und ich habe dann mal durch Zufall eine Phoenix-Doku gesehen, Perry, unser Mann im All. Das war die 90-Minuten-Version und da hatte ich vorher mal mit ihm drüber gesprochen. Perry Roden, der hat mir dann vorgeschwärmt. Und dann hat er mir 2019 im Sommer hat er mir die Fragen aller Fragen gestellt. Willst du mit mir einen Podcast machen? Wie sich natürlich für die Braut gehört. Sie hat sich geziert. Oh, ich möchte noch mal drüber nachdenken. Nein, bis dahin hatte ich Podcasts in erster Linie konsumiert und auch musikalische Podcasts. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, mach's einfach mal mit. Gucken, wo es hinführt. So. Heute steht dann noch ins kalte Wasser. Ja, einfach mal ins kalte Wasser. Und ja, man merkt es unseren ersten Folgen an. Ja, darüber denken wir den Mantel des Schweigens. Kommen wir zu Last Geek Tonight. Ihr hattet ja schon eine Vorgeschichte, bevor ihr zu Stream angefangen habt, oder? Also insofern, dass Nessie und ich uns vorher schon kannten, weil wir gemeinsam quasi Theater machen. Wir arbeiten beide fürs Krimineller, oder ich habe fürs Krimineller gearbeitet. Ich bin jetzt in meinem 15. Berufsjahr, glaube ich, als Theaterregisseur. Und Nessie macht Theatertechnik und wir haben dabei für dieselbe Firma gearbeitet, haben uns dadurch auch kennengelernt. Lustigerweise hat Nessie damals gedacht, weil ich halt nicht so rumlaufe und mich nicht verhalte wie ein klassischer Regisseur, dass sie sieht, was redet denn der Techniker die ganze Zeit da rein? Bei der ersten Probe, die sie miterlebt hat, bis dann rauskam, ach, das ist der Regisseur, okay? Ja, und ich habe dann herausgefunden, dass Nessie, die halt da im Theater, also die Technik bediente, dann ein riesen Nerd ist, genau wie ich, da haben wir viel gequatscht und dann erzählte Nessie mir von dieser FedCon und von den ganzen Sachen, davon habe ich noch nie was gehört. Und dass sie da auch moderiert und so, und da wurde ich langsam hellhörig und dachte, ach, kann man doch vielleicht noch irgendwie was mitmachen. Gucken wir doch mal. Und da ich ein großer Fan bin von den Late-Night-Talkshows aus Amerika, also Und von Wurbeln. Nee, das, da hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber. da ich ein großer Fan bin von den Late-Night-Talkshows, hatte ich immer das Bedürfnis, sowas selber mal zu machen. Und dann kam die Idee, naja, wir machen eine Late-Night-Geek-Show. Da habe ich Nessie gefragt, wie sieht es da aus? Könntest du dir das vorstellen? Ist da Bock drauf da, vor die Kamera und so? Ich habe auch eine Filmproduktionsfirma mit unserem dritten im Bunde, dem Sebastian, der ist jetzt schon unterwegs und filmt ganz viel. Und dann dachte ich, oh mein Gott, wir haben das Equipment. Wir haben halt keine Ahnung, aber das macht nichts. Gucken wir mal. Nessie sagte, ja klar. Und wie das so ist, wird dann erstmal nichts raus. Und dann kam Corona, und zwar allen langweilig. Und dann dachten wir, oh, machen wir mal. Und dann haben wir das gemacht und es kam direkt so gut an, dass wir einfach dachten, wir machen mal weiter. Und jetzt hat es hat sich komplett anders entwickelt, als wir, glaube ich, erwartet haben. Weil wir haben ja wirklich angefangen als eine klassische Late-Night-Talk-Show. Alle 14 Tage eine neue Folge. Das haben wir nicht lange durchgehalten, weil es einfach wahnsinnig viel Aufwand ist, weil wir es einfach auch sehr, sehr groß produziert haben. Einfach zu viel. Das ließ sich nicht lange bewerkstelligen, vor allen Dingen ab da nicht, wo wir dann doch wieder systemrelevant waren und wieder arbeiten durften. Ab da wurde es dann schwierig und dann sind wir umgeschwenkt auf Twitch und sind jetzt eigentlich hauptsächlich auf Twitch aktiv und machen da auch Interviews und ganz viele verschiedene Formate. Ich habe eine Buchshow. Wir murmeln sehr, sehr total interaktiv. Sind die Murmeln das Coolste an eurer Show oder gibt es was noch Cooleres als das Murmelspiel? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Fragte Nessie. Also wenn das Murmeln das Coolste an unserer Show ist, dann höre ich sofort auf. Dann, nein. Ja, das war witzig, als Christian mich damals gefragt hat, habe ich erstmal gesagt, ja klar, Bob. Und dann gedacht, ja,
werde ich eh nicht machen. Keine Zeit. Ja, dann eben kam Corona und wir hatten das Glück, dass ich ganz am Anfang der Pandemie wurde die MagicCon abgesagt und ich auf die verrückte Idee kam, eine Online-Con zu machen. Und ja, die Oma-Con damals, das war echt verrückt. Ich habe 2 Tage vor der Oma-Con noch keine Ahnung von Twitch. Ich habe nur gesagt, ich mache das auf Twitch. Und dann habe ich es ausprobiert und es hat funktioniert. Und dadurch hatten wir dann direkt schon mal, ich sag mal so 30 Leute, die wir dann in den ersten Sendungen schon hatten. Und, also 30.000 Leute vom Anfang ist schon ganz gut. Ja, es waren nur 30. Also 30.000 haben Nessie nicht geholfen. Genau, und dann haben wir noch ein paar andere Online-Cons gemacht. Ja, und dann hat uns die Realität eingeholt, wir mussten arbeiten und deshalb im Moment nur Twitch, aber wir arbeiten sehr daran, dass auf die YouTube-Shows kommen. Also nur Twitch ist ja mittlerweile auch nicht mehr ganz richtig, ne? Also wir machen ja nach wie vor auch auf YouTube-Sachen, ne? Unsere Unboxings jetzt momentan, wir arbeiten fleißig daran, ist wirklich sehr aktiv geplant, dass wir die YouTube-Talkshow wieder aufnehmen. Also da könnt ihr dieses Jahr noch mit ein paar Ankündigungen rechnen, es geht weiter. Das liegt ja wirklich nur auf Eis, aus Zeitgründen und mittlerweile sind wir halt auch als Podcaster. Wir machen jetzt so, ich glaube, seit einem halben Jahr. Grob bieten wir auch Nerd-Podcasts an. Da hat Sebastian so die Hand drauf und managt das und denkt sich die Themen aus und so weiter. Dementsprechend sind wir sind auf YouTube, auf Twitch und als Podcast unterwegs. Wir denken das ist doch mal reinschauen. Wir machen alles und alles ohne Ahnung und ohne Plan. Und, ja. Lass uns doch mal reinschauen. Lass uns doch einen schicken Blick mitgebracht. Ja, gerne. Ich habe einen kleinen Clip gebracht aus unserem letzten YouTube-Video, aus unserem Unboxing. Ja. Gut. Kamera ab, bitte. Was ist das, was läuft? Nee, läuft hier aber da nicht. Oben, also. Das ist der Trailer, dem anderen Clip, wenn es geht. Also, es geht doch darum, was da läuft. Das ist der Trailer. Vielleicht machen wir danach den anderen. Der fantastischen Talkshow, irrsinnigen Gewinnspielen, Wochenenden voller Geek-Themen und natürlich Chaos. Last Geek Tonight auf YouTube und Twitch. Ja, ist doch ganz witzig, oder? Können wir mal als Kontrast die Audiodatei abspielen von Radio Freies Erdbus, bitte? Vielleicht mal die Audiodatei von Radio Freies Erdbus. Was ist Periodenheit? Ist das ein Wissenschaftler oder ein Soldat? Periodenheit ist eine wunderschöne Utopie der Menschheit in der Zukunft. Hallo, das ist das Radio Freies Erdbus und wir sind Christoph, seine Frau Bianca, Markus, Andreas, Florian und ich, der Alex. Seit 2019 podcasten wir in unterschiedlichen Formaten über die Serie Kosmos von Perry Rowland. Egal ob über die aktuelle Handlung oder Themen darüber hinaus. Und bei uns geht, dürfen wir mit Ihnen über Perry Rowland reden. Perry Rowland steht an der Spitze der jaffetitisch-aschkenasischen Tradition und das musste einfach mal gesagt werden. Das ist ja Hammer. Christoph, eigentlich kann ich jetzt ein Outro spielen, weil. Ja. Höher geht nicht mehr, ne? Ja, ich schließe mich dieser Aussage natürlich an. Von wem kam die denn? Ihr hattet da einen Gast, oder? Ja, das war der zum Schluss zu hören war, das war der Dr. Michael Blume. Das ist der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg und ein unglaublicher Nerd vor dem Herrn. Das ist einfach, wir haben mit dem eine Anfrage gehabt, das war zum ersten Mal, dass wir, sagen wir mal so, ja, mit jemandem aus einer großen Behörde irgendwie gesprochen haben, wo man dann wirklich nicht Termin mit jemandem direkt gemacht haben, sondern über das Sekretariat. Und dann kam der online und dann hat er uns zugebombt. Der hat einfach nur so eine große Begeisterung für dieses Thema gehabt und hat das so gebrannt. Und ich glaube, von den 1,5 Seiten Fragen, die ich ihm notiert hatte, habe ich 3 beantwortet, weil wir eigentlich nicht so weit gekommen sind. Und dann kam der an und hat mit seinem Wissen überschüttet. Und eigentlich war das Ding nach 2 Minuten gelaufen, weil wir sagten, okay, jetzt sind wir auf dem Level, jetzt können wir einfach dicht machen. Aber das war einfach,
emotional begeistert ist, das war wirklich so eine Stunde wirklich gefeuert. Das war so, dafür macht man dann wirklich sowas für diese Emotionen dabei. Der hat dann auch, das ist der erste Regierungsbeamte in Deutschland, der den Star Wars Tag offiziell anerkannt hat und hat uns quasi, haben wir den meisten auf der Bühne quasi in die Hausaufgaben geschrieben, dass er, wenn wir quasi ihm einen Periodentag präsentieren würden, er den auch offiziell anerkannt wird. Also insofern, was wir zu tun haben. Ist das so eine Motivation, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt, die vielleicht, wo man sonst vielleicht nicht so rankommt, auch bei den anderen vielleicht, da habt ihr sicherlich auch Gäste bei euch im Stream oder im Podcast. Ich sag's jetzt einfach mal so, das ist dieses Podcasting, was das Weltenlieb sein möchte, das ist ja ein Safe Space für uns und auch ein Safe Space für andere Nerds. So, und auch der Kamerad Blume ist ja auch ein Nerd und möchte sich dann irgendwo so ein Safe Space sichern, wo er sich da auslassen kann, zu Perioda zum Beispiel. Und ich glaube, das ist ein Thema. Ob wir jetzt das machen, um mit wichtigen Personen zu sprechen, oder das glaube ich nicht so, weil bei uns persönlich, kann ich natürlich nur über mich sprechen, geht es mehr darum, das Thema zu feiern. Außer natürlich, wenn so ein großartiger, wunderschöner Autor wie Robert kommt. Ja, das ist ja ein einziger Grund. Wenn wir in den Podcast kommen und wir über Tunes und Fanboy sind. Der war doch bei euch auch mal, ne? Ja, dann ist das ganz wichtig. Ne? Und wir haben am Anfang wirklich so eine Buch-Selbsthilfegruppe gehabt, das war unser Weltenlieb-Podcast. Und dann haben wir aber gemerkt, ups, wir reden da viel zu viel über Perioden. Und daraus kam der Terranischen Kongress, wo wir dann gesagt haben, die Weltenlieb verbieten wir jetzt, dass wir über Perioden sprechen, sondern da geht es um alles andere, was wir so lesen. Und daraus ist dann der Terranische Kongress entstanden. Und das ist jetzt eigentlich so seit einem Also wir merken, die Weltliteratur zerfällt zur Hälfte in Perioda und die andere Hälfte der ganze Rest. Es ist schon ein bisschen mehr Mühe. nee, aber so von der Grundidee, ne, dass das jetzt eigentlich mehr so unser Magazin ist. Und das bedeutet, dass da jetzt eigentlich immer auch Autoren vorbeikommen, die gerade ein Heft geschrieben haben. Oder jetzt war gerade die Jacqueline Meyerhofer zu Gast, die vielleicht ein paar Leute hier auch schon kennen. Die hat so eine ganz tolle Manga von Jana Rüstung. Und ist eine hervorragende Fantasy- und Science-Fiction-Autorin. Die hat jetzt gerade ihre erste Stilatsgeschichte, eine Kurzgeschichte in Perioda geschrieben und hat dann da auch ein bisschen dazu drüber erzählt, wie sie auch so ein bisschen vom Fan und auch aus dem Con-Metier und so diesen ganzen Fangruppen dann eigentlich auch zum Autoren geworden ist. Also wie sie dann aus Fan-Sein in diese Autorenliga gestiegen ist. Was ja mittlerweile was ist bei Perioda, was denke ich irgendwie wichtig ist, weil eigentlich jeder Autor mittlerweile irgendwie schon mal vorher einen Kontakt hatte oder dann reingewachsen ist. Also Perry Rhodan war jetzt immer schon vorher da. Wie ist das denn bei Last Game Tonight? Sind bei euch die Gäste wichtig oder geht es dann letztlich doch nur um die Murmeln? Jetzt lass doch mal das Murmeln! Das hat mich nachhaltig verstört. Ich muss mein Trauma verarbeiten. Das ist ja auch eines der erfolgreichsten Formate tatsächlich. Das muss man ja traurigerweise dazu sagen. Ja, am Anfang waren bei uns Gäste natürlich essentiell bei der YouTube-Show, weil das war ja als Talkshow aufgebaut. Da hatten wir auch immer Gäste, die schon mehr oder weniger bekannt waren und sind. Da habe ich dann auch viel am Anfang die Kontakte genutzt, die ich über die Cons über die Jahre gesammelt habe. Also Tommy Graf weiß an der Stelle danke, der hat da viel vermittelt. Und mittlerweile ist es für mich so, ja, Gäste in den Streams sind auch immer mal wichtig, aber da ist halt auch schön, mal Leute kennenzulernen, die ich vorher noch gar nicht kannte. Also wir haben tatsächlich, wir haben im Stream, also wir kannten uns natürlich vorher schon von den Cons, haben aber nie mehr als zwei Worte gewechselt. Und ich habe gesagt, nein, ich mag keine Gummibärchen. aber im Stream zum ersten Mal wirklich länger unterhalten können. Aber ich mag auch die Streams, wo wir unter uns sind, einfach Quatsch machen, Quatsch reden und quasi unsere Gäste sind im Chat und sprechen mit uns. Ja, also es ist so beides. Es ist beides sehr schön. Apropos Jack, wir haben hier ein wunderbares Saalmikrofon. Also wenn jemand von euch Fragen hat oder Fragen stellen wollt, geht einfach zu dem Mikrofon, dann machen wir das und sind sicher, dass es wenigstens ein Auditorium gibt, das interessiert, was wir hier erzählen, weil er die Fragen gestellt hat. Was ist denn bei euch das interessanteste oder wichtigste oder erfolgreichste Format? Also Interviews haben wir jetzt gehört, aber ihr macht ja noch viele andere Dinge. Ach, das lässt sich so pauschal tatsächlich gar nicht sagen. Also wenn ich jetzt von den effektiven, konstantesten, höchsten Zuschauerzahlen ausgehe, dann ist es Murmeln. Nein, ich wollte sagen, also
erfolgreichsten Shows auf Twitch hatten wir immer mit Hubert Sitt, weil wir ja regelmäßig mit Hubert kooperieren und die Weihnachtsvorlesung zeigen. Und auch wenn er sonst mal ein Special hat, dann kann es auch sein, dass es dort übertragen wird. Und da haben wir immer die meisten Zuschauer. Und ansonsten ist natürlich die Con-Show, die wir gemeinsam hier mit FatCon-Events haben. Das ist auch etwas, wo wir regelmäßig wirklich recht nochmal richtig hohe Zuschauerzahlen haben, also für unsere Verhältnisse. Wir haben so einen Zuschauerdurchschnitt im Jahr von 55 momentan auf Twitch, was auch so nicht ganz zum Partner geschafft hat. Aber es kommt alles, wir wachsen stetig und langsam. Das langsame Wachstum liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir uns selber immer wieder ein Bein stellen, dadurch, dass wir halt so viel unterschiedliche Sachen machen. Wir sind halt, wir bedienen nicht nur eine bestimmte Nische, sondern irgendwie, immer wenn man einschaltet, läuft irgendwas anderes, wo man sagt, ach, das machen die auch, okay. Das ist ja eine höhere Fluktuation. Die Leute von Radio Freies Erdkurs sind ja ganz stark auf Periroda. Glaubst du, das ist ein Vorteil, wenn man sagt, man hat was ganz klar Wiedererkennbares, dass die Leute wissen, wo sie einschalten? Ich glaube, das ist besser, man hat viel und greift eben alle irgendwie so ein bisschen ab. Ich glaube absolut, dass das so gesehen ein Vorteil ist, weil dadurch wissen die Leute, Radio Freies Erdkurs, was Neues ist draußen, es geht um Periroda, das interessiert mich, da schalte ich ein. Bei uns muss man halt immer gucken, okay, ist heute etwas, was mich interessiert? Und dann hat man halt mal was, wo man sagt, ach, das reizt mich eigentlich nicht so, und dann schaltet man da nicht ein. Wenn man Harry Potter nicht mag, dann guckt man sich ein Harry Potter-Spiel nicht an. Warum sollte man? Na, außer man will irgendwie mal ein bisschen seinen Horizont erweitern, aber mein Gott, wir haben ja auch alle noch ein anderes Leben und anderweitig was zu tun. Da habe ich sogar Verständnis für. Wir haben zum Beispiel in der Bibliothek unsere Buchschau, wir haben dort Leute, die wirklich nur dafür einschalten. Nur alle 14 Tage montags für die Buchschau dabei sind. Und alles andere, was wir machen, interessiert. Aber klar, macht ihr dann Regelmäßigkeit? Also, dass ihr sagt, dieses Unterformat mit der Buchschau, das hat immer einen festen Termin. Ja, absolut, absolut. Die Bibliothek alle 14 Tage montags live auf Twitch und die Konshow alle 14 Tage. Also versuchen wir knapp mal besser, mal schlechter, alle 14 Tage live auf Twitch. Das sind so die regelmäßigen Formate. Und die Bibliothek wechselt sich zum Beispiel immer ab montags mit Mummeln. Darüber wollten wir ja nicht gesprochen. Wie war das denn als bei Periroda? Ihr habt euch ja bei Radio Freies Erdkurs auch ausdifferenziert. Ihr hattet ja erst nur die Hauptserie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und jetzt nehmt ihr ja noch diverse Nebendinger, die es da gibt. Ja, wir haben angefangen mit der Idee, wir unterhalten uns über die aktuellen Romane. So, ja, genau. 25, 30 Minuten über vier Romane. Weil was willst du dich länger als vier Minuten über so einen 60 Seiten Heft unterhalten? Ich glaube, drei Folgen hat es gehalten, oder? Also muss ich vielleicht für die, die es nicht so kennen, sagen, Periroda erscheint jede Woche. Und das heißt, ihr habt dann immer was Aktuelles, was gerade rausgekommen ist, was ihr besprechen könnt. Genau, so alle vier Wochen kommt unser normaler Stream, also die Radio Freies Erdkurs-Sendung. Da macht ihr dann vier von den euren vier inzwischen. Genau, etwa vier bis fünf Romane. Tauschen wir unsere Meinung darüber aus. Am Ende ist es wie im alten Rom, Daumen nach oben, hat mir gefallen, Daumen nach unten, hat mir nicht gefallen. Es gibt doch Leute, die werden etwa so halb elf und Viertel vor ja, zehn. Ja, auch das hat irgendwie nur zwei Sendungen gehalten. Ja, er winkt ab. Ich habe da Uhrzeiten und Gliedmaßen eingeführt, weil einfach das Meinungsbild doch schwierig zu finden ist. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, es ist Halbzeit des Zyklus Mythos und komm, lass uns doch ein paar Worte darüber verlieren. Ja, aber machen wir das? Machen wir das im normalen Stream? Nee, das ist irgendwie doof, weil wir hatten es bei einem vorherigen, bei deinem vorhergehenden Projekt hatten wir das, da gab es einen Stream und da war alles drin. Und das ist dann so ein bisschen so wie bei Lars, ne, nicht, vielleicht ähnlich wie bei euch, so du schaltest ein und du weißt nicht, was erwartet mich jetzt. Wofür steht diese Marke? Wofür steht das Wort oder der Begriff? Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns einen neuen Stream aufmachen. Alles klar, so kam es dann zur Radio Freies Erdkurs Sondersendung. Die erste Folge war 50 Romane Zyklus Mythos. Da hatten wir dann auch gleich zwei Gäste dazu eingeladen, weil wir sonst was Besonderes machen wollten. Das war der Markus Regler und der Andreas Jesberger, die zwischenzeitlich auch zu uns gekommen sind. Ja, und dann wurde es irgendwann größer. Kam dann noch die Radio Freies Erdkurs Neo dazu. Letztes Jahr wird von Andreas Jesberger gemacht und von meiner Frau hier im Publikum, die sich auch alle vier Wochen über zwei Romane unterhalten. Und ja, prinzipiell geht es bei uns nur um Perry Roden. Egal ob jetzt Erstauflage oder Neo, aber durch die Sondersendung haben wir die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen. Auch wirklich weit über den Tellerrand hinauszuschauen. Also wir hatten den Professor Dr.
Nur Doktor, kein Professor, okay. Den Dr. Nikolaus Wörle hatten wir dort, bekannt aus Meme Correct, dem Stream. Dann hatten wir, wie gesagt, Dr. Michael Blume dort. Wir hatten mit Verena Thelsen gesprochen, die für die Technik im Periversum verantwortlich ist. Dich durften wir auch schon als Gast begrüßen. Unter anderem die erste Live-Lesung, die wir gemacht haben. Das war dein Einstieg als Stammautor. Und ja, auch die längste Sendung haben wir dir zu verdanken. Haben wir schon über Band 3200 gesprochen. Das war gemein. Ich hatte ein Jubiläumsband bei Perry Roland geschrieben, wurde in den Stream gelockt, damit das zu sagen. Du kannst da super Werbung für machen und wir haben 3 Stunden nicht über den Jubiläumsband gesprochen. Da habe ich geweigert aufzulegen, bevor wir einmal das Jubiläumsband thematisieren wollen. Bin aber gescheitert, weil ich musste dann biologischen Bedürfnissen nachgeben. Jetzt, auch darüber halten wir den Mantel der Schweiz. Aber ihr macht das ja sogar noch anders. Also ihr habt ja den Weltenlieb, ihr habt ja auch noch den Terranischen Kongress. Also ihr macht ja nicht nur verschiedene Formate innerhalb eines Streams, also einer Webadresse, die man ansteuert zum Beispiel. Ihr habt ja noch diverse Domänen sogar, ne? Also verschiedene Sender, würde man vielleicht in der anderen Welt sagen. Da muss man jetzt ein bisschen dahinter steigen. Als Podcast redet man dann immer über die Show. Das ist der RSS-Feed, der über eine Homepage läuft, über eine Domäne. Unsere Domäne ist eben der Weltenlieb, das ist unser Hub, worauf alle Sendungen laufen. Die Sendungen stehen aber alle für sich. Also wir haben den Weltenlieb-Podcast, der sich halt über Literatur im Allgemeinen kümmert. Wir haben das Thema Perry Rodan, was in Magazinform im Terranischen Kongress besprochen wird. Da haben wir halt auch immer ein Schwerpunktthema, zuletzt gestern war es Stellaris, was wir besprochen haben. Und wir nehmen dann natürlich auch noch die aktuellen Veröffentlichungen mit dabei. Da hatten wir dann auch zu Gast Ben, der die Exposés schreibt, also die Serienleitung für die Miniserie. Dann haben wir unsere Retro-Themen, das ist einmal Stardust of Terror, da bespreche ich die Serie chronologisch. Ja, 3200 Hefte chronologisch. Das wird noch eine Weile dauern, wir sind jetzt bei Folge 85. Und ja, wir haben aber viel zu tun, wir haben noch die Planetenromane. Wir haben aber halt gemerkt aus früheren Projekten, dass wenn man zu viel in einen Topf wirft, ist das für den Zuhörer eher verwirrend, dass er Orientierungsschwierigkeiten hat, sich da zurechtzufinden. Bei uns trifft sich regelmäßig alles im Terranischen Kongress und dann geht es halt ein bisschen ausdifferenzierter weiter. Und speziell Stardust of Terror ist für mich ein ganz großes Herzensprojekt, was der Christa sich ausgedacht hat, weil wir versuchen, das Fan ein bisschen an die Hand zu nehmen. Also es ist schon jetzt mittlerweile ein gewisses Ding zu sagen, ich fange jetzt eine Heftromanserie an, die 1961 angefangen hat. Das heißt, du spürst einen Bildungsauftrag und möchtest die Leute zum Licht führen. Ja, das ist auch ein Zwischenapplaus durchaus wert. Vielleicht nicht ein Bildungsauftrag, aber vielleicht nochmal so einen Anreiz geben, über Themen nachzudenken und nochmal nachzuschauen, wie das wirklich drin gestanden ist. Vielleicht war es gar nicht so, wie man sich gerade Das darf gerne auch ein bisschen kritischer werden, aber generell ist das ja was, was wir machen, weil wir die Serie so toll finden und weil wir Leute heranführen wollen, das auch noch lesen zu können. Wo ist denn da bei euch die Grenze? Also wir sind ja alle Nerds, wir finden das ja alle klasse. Und wir wissen, die finden das auch alle klasse. Und die, die bei euch zuhören oder zuschauen, finden es auch klasse. Habt ihr dann Angst, wenn ihr dann etwas Kritisches sagt zu einer Folge von Star Trek oder einem Roman von Perry Roden, dass ihr sagt, die machen mich jetzt fertig, mögen mich nicht mehr? Also wenn man uns zuhört und keine kritische Meinung erwartet, dann weiß ich nicht, warum man zuhört. Also ganz ehrlich, wenn man keine kritischen Diskussionen haben möchte, wenn man nicht mal ein bisschen Gegenwind für die Autoren zeigen möchte, kommt halt kein das spannendes Gespräch zustande. Weil wir sind ja sowieso Lohnsklaven des Verlages und wir sind ja Kummer gewohnt und werden immer kritisiert. Aber ihr mit euren großen Weltstars, wenn ihr was gegen Star Trek sagt, wie ist es bei euch, kriegt ihr dann schon mal richtig Kontra? Also, was heißt Kontra? Also, ich bin ja sowieso eher so als meckernder Muffsack bekannt. Von daher, ich kann gar nicht anders als Sachen kritisieren. Das ist aber auch tatsächlich, dadurch, dass Sebastian der dritte im Bund und ich, dadurch, dass wir halt selber, Sebastian ist Kameramann und Regisseur, ich bin Regisseur und Produzent und auch selber auf der Bühne als Schauspieler, dadurch haben wir eben einen anderen Blick auf Sachen. Das merkt man auch wenn wir über Sachen wirklich sprechen, weil wir halt quasi also wie so einen Insiderblick haben. Wir analysieren das anders, das ist auch uns irgendwie mit einem Film abzuholen, ist echt schwer, ist wirklich schwer, weil man halt einfach, ja,
bin ich da ganz, ganz häufig überkritisch. Einfach weil du viele von diesen Themen kennst, du das ja speziell, weil du jetzt diese Streams machst, dass du anders drauf schaust. Nee, das war schon vorher einfach so. Das ist ein bisschen Berufskrankheit. Du liest doch ein Buch mit Sicherheit auch anders, seitdem du wirklich so intensiv selber schreibst. Das hat jeder von euch auch bestimmt mit seinem Beruf, ne, was ihr beruflich macht. Wenn dann jemand anderes das macht, dann guckt ihr da anders drauf. Man hat einfach einen anderen Blick. Es fehlt dann quasi diese kindliche Naivität. Und so ist das auch da. Und dementsprechend, bei uns wird viel kritisiert. Ich gehe zum Beispiel mit meinem eigentlichen Franchise, mit meinem Lieblingsfranchise Star Wars, sehr, sehr hart ins Gericht. Sehr, sehr hart, weil mir da vieles nicht gefällt. Und da weiß ich bei vielen Sachen auch einfach ein bisschen vielleicht überkritisch, weil mir halt einfach diese Naivität fehlt. Wie nennt das denn die Fanbase auch? Ich hätte jetzt vermutet, dass einfach viele Star Wars-Fans auch euch gerne schauen. Machen sie auch. Sind die, fühlen sich verraten, wenn du jetzt sagst, das ist alles... Also habe ich zumindest so noch nicht mitgekriegt. Wir versuchen ja trotzdem auch die positiven Aspekte zu betonen. Und in allem, was irgendwie vielleicht doof ist, gibt es ja trotzdem immer gute Elemente. Ne? Also man muss ja... Nach zwei Stunden der Film vorbei und... Also ne, wir haben zum Beispiel, ich glaube, unser Obi-Wan Kenobi-Podcast über die Kenobi-Serie, das war bestimmt so, ich glaube, wir haben zwei Stunden gepodcastet und es war so eine Stunde 45 Rant und dann kam noch 15 Minuten, aber das und das kannst du gut. Also es geht schon, man findet schon noch Positives. Ich glaube auch, dass das Gute ist dabei, dass wir mit Nessie noch jemanden an der Seite haben, die halt die Sachen nicht so analytisch durchschaut wie wir. Und dadurch hält sich das immer ganz gut die Waage, wenn wir dann wirklich alle drei es schaffen, da zu sein. Und dann hast du zwei so, hast du zweimal Wolf und Stettler hast du da und dann daneben. Ja, genau. Wie ist denn dein Zugang, Nessie? Wie gehst du denn daran, wenn du jetzt etwas vorstellst aus dem Franchise, was vielleicht Neues oder was noch nicht so viele Leute kennen? Das ist eine gute Frage. Vielen Dank, dass du mir diese Frage gestellt hast. Ich strecke jetzt, ich muss überlegen. Wie war die Frage, wie ich mich vorbereite, auf wenn ich was Neues vorstelle? Wie du da rangehst. Also wir haben ja von Chris gehört, der hat einen sehr analytischen Blick aufgrund seines beruflichen Hintergrunds. Sagst du einfach, hat dir gefallen und dir jetzt noch angucken? Oder? Ja, tatsächlich. Ich gucke was und dann gefällt es mir oder nicht. Meistens gefällt es mir. Also ich bin sehr leicht zu begeistern, sehr leicht zu unterhalten. Und verbinde natürlich, wie gesagt, sehr, sehr viel, wenn ich jetzt sage, ja, Hobbit. Also Hobbit-Filme grandios. Da würden mir viele nicht, ja, weil, da kommt nämlich die emotionale Komponente dazu, dass ich und auch viele hier schon mal die Zwerge, die hier waren auf der HobbitCon, schon mal kennengelernt haben. Und so, und da guckt man halt so Filme ganz anders. Und Star Wars, ich verbinde mit Star Wars so viel geile Erinnerungen auf Conventions mit Leuten, mit auch mit Schauspielern und so. Deshalb bin ich sehr, sehr selten irgendwie kritisch. Und wenn, dann werde ich albern und mache irgendwie blöde Scherze. Das ist, wenn du jetzt sagst, du kennst einige der Schauspieler, weil du die mal auf einer Convention getroffen hast. Das ist bei euch ja noch viel intensiver. Ihr kennt ja fast alle Autoren von Fabiola, nehme ich an. Ja, aber wir jetzt gerade diskutiert also, haben. Habt ihr euch noch diese Restsensibilität bewahrt, zu wissen, dass irgendwo ein Autor weint, wenn ihr sagt, er war nichts getraut? Oder wird man einfach ein kaltes, gefühlloses Podcast? Gar nicht. Wir haben die interne Tränenwertung bei uns, weil wir eben dann vermuten und sagen, okay, jetzt besprechen wir einen Roman von Robert, jetzt brauchen wir da wie in so ein Glas 10 Milliliter Tränen. Dass wir halt sagen, drunter schaffen wir es nicht, sonst muss gerade. Wobei wir jetzt gerade diskutiert haben. Aber jetzt mal ernsthaft, spielt das eine Rolle, dass ihr das im Kopf habt? Das könnte auch der. Also bei euch ist ja wahrscheinlich so, die Schauspieler sprechen ja in den seltensten Fällen Deutsch, wenn jetzt zum Beispiel der Hobbit-Film besprochen wird. Die werden vermutlich ja euren Twitch-Stream selten anschauen. Die Autoren hören jeden von euren Podcasts dreimal. Das erste Mal nur weinen, das zweite Mal schöpft man Hoffnung, das dritte Mal versucht man es hier schön zu machen. Also ihr habt ja die Leute, die das gemacht haben, was ihr da besprecht, sind ja euer Publikum. Bei euch vermutlich nicht. Also denkt ihr gerade an diese armen Menschen? Also. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es zum Beispiel so schon. Also ich finde, wenn man genauer mal die Person kennt, über die man spricht, ist es halt... Du über das Werk. Du sprichst ja nicht über die Person. Du sprichst ja eigentlich nur über das Werk. Ja, man sieht schon das Bild dahinter. Also ich zumindest. Also es ist irgendwie schon, dass es natürlich für mich einfacher ist, einen Roman zu besprechen, dessen Urheber ich nicht kenne. Oder von dem ich weiß, da kriege ich gleich irgendwie eine DM über Discord oder sonst irgendwas. Oder wo dann sagt, das, jetzt müsst ihr mich in die Show einladen, ich muss das jetzt richtig stellen. Also man hat schon das Gefühl, das muss besser sitzen. Hat dich Robert angeschrieben?
geschrieben hat, gesagt, pass mal auf, wir müssen jetzt unbedingt das und das machen. Das macht es doch eigentlich nur noch natürlicher, wenn man die Leute kennt, die dahinter stehen und mit Robert spricht über das, was er schreibt, dann halt auch im Podcast darüber spricht, dass man einfach respektvoll damit umgeht. Ich meine, man kann ja respektvoll sagen, mir persönlich hat es nicht getaugt, mir hat es keinen Spaß gemacht oder ich habe mich verärgert gefühlt oder sonst was. Das ist ja nichts, was eine objektive Meinung ist. Also das ist ja ganz wichtig. Wir reden ja nicht über das Buch an sich, sondern wir reden ja über unsere Leseerfahrung. Ich hatte vor kurzem die Erfahrung, ich hatte ein Heft bei einem Saunaausflug gelesen. Man hatte dem Heft danach 5 Sterne gegeben. Alle um mich herum haben diskutiert, ob das jetzt 1 oder 2 Sterne kriegt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Ja, und ich hatte genau die gegenteilige Erfahrung zu diesem Heft. Ich war mitten im Umzugsstress, habe es eigentlich vor der Aufnahme gar nicht gebacken gekriegt, die zu lesen, habe es dann trotzdem getan. Und so geht dann eine Leseerfahrung schon mal mit rein. Also so ein Periodenroman kann man ganz gut an einem Nachmittag durchlesen, so ein Heft. Also je nach Lesegeschwindigkeit ist man da so in 3 Stunden vielleicht mit fertig. Und da kommt super auf die Lage an und natürlich auch, was man mag. Also Verena Themsen zum Beispiel ist da ein Klassiker, wo immer die Meinungen auseinandergehen, die halt ein unglaublich gutes technisches Verständnis hat, was bei Periodenfans super ankommt, wie das super cool beschrieben ist. Und ich persönlich denke so, boah, jetzt habe ich 10 Seiten gelesen, wie dieses Raumschiff aussieht, das gibt es ja gar nicht. Ne? Also das ist aber super unterschiedlich, weil ganz viele Fans das total gut. Und ich meine, wenn man jetzt ins Datenblatt von der Basenschule reinguckt und dann guckt, wie viel Mühe sie sich da gibt, wie das aussieht, ne? Das ist unfassbar. Jetzt in der neuen Version ist es nochmal viel detaillierter geworden. Mit mehr Bildern. Ja, dann weißt du gar nicht, wie die das schaffen können. Die stellt es in einer Detailgröße dar. Ich persönlich, weil ich nicht so Technik bin, halt nicht so gut finde, aber für andere ist das das Größte überhaupt in der Serie. Also so gehen die Geschmäcker bei allen Autoren bei Perron total auseinander. Also, ja, also wir haben ja einfach aufgrund der Natur der Sache einen unterschiedlichen Kontakt mit den Machern von diesen Franchises. Mir ist gerade was aufgefallen, dass wir bis jetzt eigentlich nur Gäste hatten, sowohl in der YouTube-Show als auch sonst, die ich mag, also mit denen ich was Gutes verbinde. Wir hatten noch. Ich war übrigens zu Gast. Ja, schon wunderbar. Ich bin sehr gespannt, wenn wir wirklich jemanden haben, der vielleicht eine ganz andere Meinung als ich habe, wie ich dann damit umgehe. Weil ich bin tatsächlich sehr harmoniebedürftig und ob ich dem dann eher zustimmen würde und denken würde, was. Typ. Oder ob ich dann tatsächlich auch kontra geben würde. Ich wollte ein einziges Mal wohl. Ja, ich nenne keine Namen, es ist die Synchronstimme von The Rock. Der hatte mal was Komisches im Stream geäußert und da bin ich tatsächlich sehr freundlich aber dazwischen gegangen. Aber das war das einzige Mal. Also, wir müssen jemanden einladen, der vielleicht. Ist ein Skin im Publikum. Mag mal jemand? Skin hat bei uns einfach. Ja, Moment! Einmal melden! Sorry. Ja, Entschuldigung, das wollte ich mal ins Hintergrund, das ist interessant. Aber das ist ja dann, wenn ihr selbst diese Sendung gestaltet, was ja bei euch allen der Fall ist, habt ihr auch wirklich die Freiheit, euch eure Gäste auszusuchen und auch eure Themen auszusuchen. Und ich glaube, da kommt man wieder dahin zurück, dass das wieder machen schon auch ein Safe Space ist. Ja, also ich finde das persönlich immer sehr wichtig, auch wenn die Autoren bei uns zu Gast sind oder wenn die Leute bei uns zu Gast sind, dass die sich wohlfühlen. Denn im Endeffekt ist das unser Buchclub, wo alle anderen dann wieder mithören dürfen. Und wir haben selber diese Riesenfreude, uns da auszutauschen, uns mit den Autoren auszutauschen, darum geht es ja. Also ich wollte, du redest so wenig von der Rede, mach weiter, ich will ihm eigentlich nur zustimmen, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, das, was wir da machen, das frisst tatsächlich unfassbar viel Zeit, das kostet unfassbar viel Kraft und man geht mit den Sachen doch auch irgendwie sehr emotional um. Und ich möchte nicht mit dem, was ich da mache, ich möchte mich eigentlich nicht mit Leuten befassen, die mir unsympathisch sind oder ich doof finde. Ich will daran Spaß haben, weil dafür. Also Zeit und Sachen stecken, die dir gefallen. Also richtig, also warum soll ich mir jemanden einladen, den ich doof finde? Also da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin. Ich will da Leute haben, mit denen ich auch was anfangen kann, mit denen ich mir lieber Zeit habe. Jetzt haben wir viel gesprochen über die Macher, die ihr mit einbindet. Ihr habt aber ja auch viel Publikum. Wie ist denn das? Wenn man jetzt, also in meinem Alter, ich war noch mit dem Fernsehen aufgewachsen, also da hat man so Sachen geguckt und sich seinen Teil gedacht. Aber ihr habt ja alle auch Interaktion mit euren Fans. Wie sieht das denn aus? Also wie funktioniert das denn? Was kriegt ihr für Rückmeldungen? Wie geht ihr vielleicht damit um? Da möchte ich einfach was erzählen, weil man das ganz oft nicht merkt, wie viele Leute zuhören und wie viele Leute aus der Hörerschaft dann halt einen Kommentar abgeben. Das sind 10%. Also wenn jetzt jemand die Folge hört, ist das eine sehr, sehr
zu Wort zu melden. Wir waren zuletzt in Brühl auf einer... Ist das gerechtfertigt oder sagt ihr eigentlich, freuen wir uns über jede Rückmeldung? Wir freuen uns auf jede Rückmeldung. Also auch wenn sie negativ ist oder kritisch ist, natürlich auch gern, weil manchmal macht man Fehler, manchmal ist man unaufmerksam oder hat halt auch einfach was verpasst. Zuletzt waren wir in Brühl und da hat mich auch ein Hörer angesprochen, ganz recht alter Herr, der halt Perry Roden Podcast hört, Stardust of Terror. Der erlebt also seine Jugend nochmal mit, indem er mir zuhört, wie ich die Hefte lese, ohne die Hefte selber nochmal zu lesen. Also ganz komisch so für mich. Aber er hat sich halt nie getraut, einen Kommentar zu geben und hat uns dann halt dort begrüßt auf dieser Con, also mich und den Sven. Und das war ganz herzlich, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die halt zum selben Thema emotional sind. Also das ist ja eine Binsenweisheit, dass das ein schönes Erlebnis ist. Ja, auf jeden Fall. Wenn man so guckt, es ist immer schwer zu sagen, wenn wir die Frage kriegen, wie viele Leute hören euch eigentlich. Das ist immer ganz schwer zu sagen. Man sieht halt irgendwie irgendwelche Downloads und hat dann irgendwie so und so viele Downloads pro Folge. Und man sieht, okay, offenkundig laden Leute sich unseren Content regelmäßig runter. Es gibt auch immer noch Leute, die... Was ist denn deine eigene Schätzung, wie viele Leute euch hören bei so einer durchschnittlichen Folge? Ungefähr. Ich würde so sagen, man hat so nach einem Monat zwischen 300 bis 500 Leute runter. Aber wie gesagt, wir haben selber dann so pro Monat haben wir mal 1500 bis 2000 Downloads, je nach Monat über alle Folgen. So, das macht es halt irgendwie schwer dann zu sagen. Es gibt auch immer noch Leute, die jetzt regelmäßig unsere Folge 1 hören. Und ich habe irgendwie vor ein paar Monaten mal in unsere Folge 1 reingehört und habe gedacht, oh Scheiße, das müsste man eigentlich nochmal vollkommen überarbeiten. Also jetzt nicht inhaltlich mit dem, was wir gesagt haben, haben wir gesagt. Aber so, also wenn du so sagst, zwischen 300 und 500, das wäre ja, wenn jetzt hier jeder Stuhl besetzt wäre, ungefähr, dass man eine Vorstellung hat. Ne? Das sind so die euch im Monat hören. Und auch wir freuen uns wirklich über jede Reaktion, die wir kriegen. Und wie gesagt, wir reden hier über einen Franchise, was über 60 Jahre alt ist. Da macht man nicht alles richtig und zitiert irgendwas richtig. Und da haben wir schon mal Reaktionen gekriegt. Und da kriegen wir schon mal und das stellen wir dann natürlich auch immer richtig. Ne? Also ist ja nicht so, dass wir dann uns auf unseren Positionen ausruhen. Und wir vom Radio haben irgendwann überlegt, ein bisschen mit unserer Hörerinnen und Hörern irgendwie mehr zu kommunizieren. Haben vor, wie lange ist der Discord-Server jetzt alt? 2 Jahre? Auch schon? 2 Jahre Discord-Server aufgesetzt. Und da kann man natürlich dann auch immer wieder dann irgendwie quatschen. Da geht es auch ganz viel über nicht über Perioden. Wir haben unseren allgemeinen Channel und da passieren andere Dinge teilweise. Und auch darüber ist es auch so, dass wir auch immer wieder da schauen, ja, Leute, das ist uns hier. Community, die außerhalb der eigentlichen Folgen auch sich ausgenommen. Genau. Wir haben auch Leute drauf, die überhaupt kein Perioden lesen oder die nur die Miniserien lesen oder die dann von uns gehört haben oder dann von irgendjemandem gesagt haben, was mal aufkommt zum Radiofass Ethos Discord, da ist cool. Und dann sind die da und reden fleißig mit oder spielen mit uns Pokémon Go. Das Ding explodiert gleich. Ich finde, du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, denn Perioden ist jetzt nun mal über 60 Jahre alt und eine ganz große Herzenssache. Uns ist einfach, das ist ja bei euch bei Podcast auch so, wir wollen die Leute ein bisschen an die Hand nehmen und das zugänglich machen. Ja, also, das ist ein riesen Franchise. Also, ganz viele, die wir hören, sagen so alle erstmal: Ah ja, das hat mein Vater gelesen, ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Und erstens, ja, das gibt es noch, das ist lebendiger denn je und wir wollen, dass das lebendig bleibt. Das ist super wichtig, dass dieses Fandom, was jetzt in meinen Perioden sich schon sehr stark aufgespalten hat in alte Leser und als jüngere Leser, dass sich das weiterentwickeln kann und dass wir weiter junge Leser kriegen, die das dann auch entsprechend konsumieren. Das ist nämlich nicht einfach bei einer Serie, die nach wie vor hauptsächlich in geschriebener Form existiert. Es gibt keinen Film, es gibt keine Serie. Das ist auch an sich erstmal schön. Es gibt mittlerweile Hörbücher, es gibt keine Hörspiele, aber es sind die Leser, die nach wie vor der Fokus bleiben, die man braucht. Und das finde ich gesellschaftlich einfach wahnsinnig wichtig, dass man da junge Leute findet, die an Literatur herangeführt werden und dann eben mit uns kommunizieren können, interagieren können, die ein Medium nutzen können, was jetzt gerade auch halbwegs modern ist, ob das jetzt ein Twitch-Stream ist, ob das eine Podcast-Folge ist, das sind die Medien, die jetzt von jungen Leuten konsumiert werden. Und da holen wir sie ab für Perioden. Also wir müssen jetzt selbst entscheiden, ob wir diesen Leuten eure Jugend anvertrauen wollen würdet. Das könnt ihr jetzt selbst überlegen. Aber bei euch ist das ja noch, bei Last Week Tonight ist ja der Unterschied. Ihr zeichnet ja in aller Regel auf. Strahlt das dann, also man verzeihe meine 50 Jahre Sprache, also ihr strahlt das dann raus, man stellt das online, man kann das dann abrufen. Aber es ist dann fertig, diese. Bei euch ist es ja oft so, dass das Publikum live mit interagiert.
agiert während des Streams. Immer, immer. Das ist der Vorteil. Für manche Streamer auch ein Nachteil, aber für uns ist es jetzt eigentlich nur ein Vorteil, dass die Zuschauer direkt auch kostenlos, also es kostet nichts, wenn man bei uns draufklickt und im Chat was schreibt, ja direkt antworten können und mitdiskutieren. Klar, man hat immer so ein paar Sekunden Delay, wenn man eine Frage ans Publikum stellt, dann dauert es ein paar Sekunden. Man kann Umfragen innerhalb von Sekunden erstellen und abfragen. Ja, das ist ziemlich cool bei Twitch. Es fühlt sich wirklich so an, als hätten wir Zuschauer irgendwo, die vor uns sitzen, nur dass wir sie halt nicht sehen, sondern dass sie woanders sitzen. Das ist ja irgendwann vielleicht dann auch eine Frage, wenn ihr jetzt sehr viele Zuschauer habt in einer Folge, könnt ihr sehr viel schreiben. Braucht ihr dann noch im Hintergrund jemanden, der das für euch sortiert, oder könnt ihr das nebenbei im Blick behalten? Wir brauchen mittlerweile tatsächlich schon Menschen, die im Hintergrund das im Blick behalten. Das sind die sogenannten Moderatoren bei Twitch. Da haben wir 4 Stück mittlerweile. Lieben Gruß hier. Moderatorenliebe an der Stelle. Ohne die geht es tatsächlich nicht mehr, weil wenn wir uns nur auf den Chat konzentrieren, also Multitasking hin und her, aber sprechen, hören, Chat beobachten, mal Leute blockieren oder sowas selten passiert. Da braucht man echt Leute. Und nochmal vielen Dank an die, die das machen. Das kann ich vom Radio bestätigen. Die haben ja auch relativ früh in unserer Zeit schon mal eine Live-Sendung gemacht und machen sie auch relativ regelmäßig. Klar, man kann nebenher mit dem Gast reden und mit einem Auge auf den Discord-Channel schielen, aber am Ende verliert einer von beiden, entweder der Gast oder der Discord-Channel. Und da haben wir bei der letzten Live-Lesung, war es die Neo-Live-Lesung von der 290, haben wir dann wirklich geguckt, okay, diejenigen, die die Sendung machen, die sind nicht im Discord drin, sondern quasi von außen guckt einer drauf, und wenn irgendetwas ist, worauf der Podcast eingehen sollte, dann wird es intern über unser internes Tool kommuniziert. Weil ansonsten, du verlierst dich in Nebensächlichkeiten. Und am Ende gehst du aus der Sendung raus, egal ob es der Zuhörer ist, ob es der Gast ist, ob es die Moderatoren sind, und jeder denkt sich, scheiße, irgendwie sind wir nicht dazu gekommen, über Band 3200 zu reden. Okay, also irgendwann braucht man die Moderatoren. Ich wollte nochmal, wir laufen schon jetzt hier in die letzte Szene. Ich wollte noch eine Sache fragen, weil ich mir vorstellen kann, dass im Publikum vielleicht auch Leute sind, die entweder jetzt bei den geekigen Themen oder bei anderen Sachen sagen, das ist eine tolle Geschichte, ich möchte mich der Welt mitteilen, was da also so angeht, und die Leute informieren und mit denen in Austausch treten. Ich will selbst einen Podcast machen oder ich will selbst einen Stream machen. Was braucht man denn? Also was muss man denn haben, um da anzufangen? Wie hoch ist denn so die Hürde? Muss man Tausende von Euros investieren? Braucht man ein Team von 5 Moderatoren, um loszulegen? Wie funktioniert das? Man braucht einen Chris. Man braucht einen Chris? Ja, was doch. Das ist in der Tat gar nicht so viel, was man braucht. Man braucht viel gute Laune und Durchhaltvermögen. Und halt man braucht halt mehr. Ne? Man muss sich da reinfuchsen, man muss da viel rumprobieren. Man darf da auch nicht zurückschrecken, einfach mal Sachen wieder zu löschen und neu anzusetzen und halt auch offensiv bei den Mitpodcastenden reinzumoderieren und zu sagen, okay, das machen wir jetzt nochmal, das geht besser. Und vielleicht klare Entscheidung für sich selber treffen. Was möchte man machen, wie soll sich das anhören? Und was brauche ich denn an Equipment? Ich will jetzt einen Podcast machen über Traktoren. Ja? Es mag überraschend sein, aber du brauchst ein Mikrofon. Das muss nicht teuer sein, das ist der erste Schritt. Ne? Es muss nicht teuer sein. Und man braucht halt eine Aufzeichnungssoftware und danach ganz viele Filter, die man ausprobieren möchte, damit sich das am Ende gut anhört. Am besten noch ein Intro, eine Homepage und dann noch ganz viel Beordnung, um WordPress zu verstehen, wie man das da reinfüttern kann. Das ist aber alles kein Akt. Also das ganze Ding jetzt für Weltenlieb mit den unterschiedlichen Feeds aufzusetzen, das habe ich geschafft und ich kenne mich damit eigentlich nicht. Wie lange hast du dafür gebraucht? Also muss man sagen, jetzt, wenn ich jetzt die Idee habe, in 2 Monaten bin ich soweit, kann man die erste Folge senden oder geht das nach? Das geht schneller, ja. Man darf nicht unterschätzen, was da an Arbeit hinten dran hängt. Wir hatten jetzt zuletzt eine Aufzeichnung, die ging 3 Stunden CRO-Material mit 2 Gästen. Da sind Vorbereitungszeit reingegangen, Aufbereitungszeit, Aufnahmezeit reingegangen und dann halt nochmal so zwischen 10 und 12 Stunden, bis das Ding dann veröffentlicht worden ist. Also sagen wir mal so, ich glaube, der Weltendieb und wir gehen da
macht Sinn, sich ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen. Sie das einfach mal auszuprobieren, kann man sich in dem Nachmittag schlau machen und kann dann so eine Folge in die Welt schießen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wie ist das, wenn man das auf Twitch, da braucht man dann eine Kamera? Ich weiß, ja. Also grundsätzlich, und das glaube ich auch das Gefühl für alle, das, was ihr mitbringen solltet, ist Geduld. Denn ich glaube, diese goldenen Zeiten, wo man irgendwie ansatzlos durch die Ecke geht, ist ein bisschen vorbei. Das heißt, das Wachstum wird grundsätzlich langsam sein. Also habt Geduld, auch nicht irgendwie traurig sein, dass man ein bisschen zurückgeht. Ansonsten equipmenttechnisch zum Streamen. Ich blende mal die YouTube-Show aus, die wir gemacht haben. Und zum Streamen, wie haben wir angefangen? Wenn ich einfach davon ausgehe, ich habe die billigste Webcam gekauft, die ich finden konnte, weil zu dem Zeitpunkt waren ja auch Webcams rar, weil plötzlich jeder eine Webcam haben wollte. Dann habe ich irgendwie so ein China-Modell gekriegt. Das Bild war grauenhaft. Wir hatten ein ganz grottenschlechtes Mikro, muss man trotzdem Leute eingeschaltet zugeguckt. Und da haben wir einfach darauf peu à peu aufgebaut. Und haben dann immer, wenn wir es uns leisten konnten, neues Equipment gekauft und dazu gekauft. Und mittlerweile haben wir auch da doch durchaus kostspieligeres Equipment stehen. Wir haben eine Spiegelreflexkamera, die wir als Webcam quasi integriert haben. Und ein teures Mikro von, ich habe keine Ahnung, die Firma ist, egal. Und einen Rechner, mehr braucht man dafür nicht. Und ansonsten Kreativität, Geduld und ganz wichtig, macht nur Sachen, die euch Spaß machen. Alles andere, also man merkt das, wenn man etwas macht, woran man selber keinen Spaß hat. Deswegen, wenn ich jetzt immer so Murmeln sage, ich habe Spaß am Murmeln. Mir macht das wirklich viel Spaß, ich mache das gerne. Und das Publikum zum Glück auch. Nur Interviews machen mir mehr Spaß als Murmeln. Aber ich würde es nicht machen, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Deswegen versucht nichts zu machen, was euch keinen Spaß macht. Das macht keinen Sinn, man merkt das. Man muss bei einem ganz ehrlich sein, man verdient damit kein Geld. Ja, das ist auch. Also auch schon mal gesagt, kommt auf das Thema. Wenn ich zum Beispiel einen Beauty-Channel eröffnen würde, ja, dann hätte ich ja Möglichkeiten. Übrigens auch das Thema vertiefen wir nicht weiter. Machen wir mal schnell die Abschlussrunde, bevor es so richtig peinlich wird. Was ist denn das Allerbeste am Podcast? Also wo sagt ihr denn, darum sind wir jetzt immer noch dabei, nachdem wir jetzt das so viele Jahre gemacht haben, nachdem wir da jetzt viele Sachen ausprobiert haben, nachdem wir da jetzt viele Gäste hatten, wie viel Publikum interagiert haben, viel Equipment dazu gehauen haben. Warum macht ihr es immer noch? Weil ich mich jedes Mal unfassbar freue, wenn mir irgendjemand schreibt, dass er wegen mir angefangen hat, Perry Roden zu lieben. Das ist kein Witz, das ist ein super tolles Gefühl, weil ich mich jedes Mal freue, weil ich was mir unglaublich viel Spaß macht und was mich durch mein Leben begleitet, an jemanden weitergeben konnte. Und generell immer wieder mit Fans in Interaktion zu kommen, ist super schön, es macht super viel Spaß. Es ist ein echt strange Gefühl, dass es jetzt so ein kleines bisschen so wird, dass wir Fans sind, die Fans haben. Das ist noch so ein Zustand, mit dem komme ich noch nicht so richtig klar. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, aber auch schön. Und das gibt einem ganz viel Freude daran. Also, und wie gesagt, wir nehmen im Endeffekt unseren eigenen Buchclub für Perro auf. Den würde ich auch total gerne machen, wenn wir den gar nicht aufzeichnen können. Ich hätte auch so einen super Abend, wenn wir uns zusammensetzen würden, wenn einer von den Autoren vorbeikommt. Das ist halt, also ich stimme dir da natürlich komplett zu, das ist ganz was Besonderes, wenn man ja, das so mal weitergeben kann. Zwei Minuten zu, bitte. Ja, ich gebe Gas. Ja, okay, also bei uns ist es irgendwie so, die Etruser in Perry Roden sind irgendwie so ein sehr kriegerisches, großes, wüstes Völkchen, aber trinkfest und essen ganz, ganz viele Sachen. Und bei uns hat sich aber da so ein unglaublich harmonisches Team zusammengetan. Und dass ich einfach mit Leuten, die ich unglaublich mag, da irgendwie stundenlang zusammen quatschen kann und dass es dann auch jemanden gibt, der das hört, das motiviert einfach jeden Tag aufs Neue. Also Nerds machen mit Nerds was für Nerds. Genau. Das ist auch einer unserer Slogans. Aber die eine Sache nennen muss oder darf, wofür sich das Ganze lohnt, ist, also es ist vieles, vieles, aber wenn ich eins nennen darf, wir haben auch relativ früh hast du einen Discord-Kanal aufgemacht und das ist mittlerweile so toll, da ist immer so 30, 40, 50 Leute, der ganz harte Kern, die machen mittlerweile, organisieren die sich für ein Grillfest einmal im Jahr, die treffen sich außerhalb und da sind Freundschaften entstanden, die ich völlig kann. Und wenn es nur deshalb ist, dann haben sich die 3 Jahre schon gelohnt. Für mich persönlich, ich habe das zu Josie, da hinten sitzt sie, letztens erst gesagt, ich habe dadurch eine völlig neue Welt kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Ne? Diese Con-Welt, ich sage immer so ganz liebevoll, ich bin von einem Irrenhaus ins andere geraten, vom Theater zur Con.
Jetzt stecke ich in zwei Irrenhäusern fest, na toll. Aber es macht tierisch Spaß und einfach auch die Entwicklung, die es da genommen hat, durch diese Freundschaften, die da entstanden sind. Ich meine, das ist jetzt meine dritte FedCon und wir haben oben einen eigenen Raum, aus dem wir live streamen. Das ist echt Wahnsinn. Und es kommen Leute und freuen sich, uns zu sehen und wollen Fotos. Das ist völlig, völlig absurd. Dafür hat es sich gelohnt und wo auch immer wieder mein Herz aufgeht, wir sind regelmäßig an Charity-Aktionen beteiligt. Und wir hatten letztens wieder eine, die haben wir mit der FedCon gemeinsam gemacht und haben jetzt insgesamt in den drei Jahren knapp 15.000 Euro zusammengesammelt für diverse gute Zwecke. Und das ist auch etwas, wo ich immer wieder denke, boah, das ist geil, das macht echt. Also das ist es wert, diese Momente, wenn du dann mit den Leuten sprichst, die du gesammelt hast und du siehst, wie denen das Herz aufgeht, weil du hilfst, das ist der Hammer. Wir wollen natürlich den Programmplan respektieren. Also herzlichen Dank, dass ihr das hier mitgemacht habt. Ich glaube, die Leute dürfen euch auch ansprechen, wenn sie noch eine Frage haben später, oder? Darf ich ganz kurz da was ergänzen? Und zwar, wir sind ja fast in der Besetzung jetzt. Ich glaube, nur du musst weg. Sind wir jetzt gleich oben in unserem Streamingraum und labern einfach weiter. Also ne, falls jemand Bock hat, kommt vorbei, wir reden da einfach weiter. Ansonsten könnt ihr das auch hinterher als Video on Demand angucken. Am Mittwoch ist auf Twitch die große Con Blues Con Show. Da müsst ihr alle, wer noch nicht da drauf ist, dann sehen wir uns da alle und heulen gemeinsam. Und natürlich, wenn ihr uns ansprechen wollt, könnt ihr das einfach dann die Treppe rauf am Perron starten, wenn wir in den nächsten Stunden nach dem Twitch-Stream auch noch anzutreffen sein. Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt. Ja, ich bin gleich weg, muss zurück auf den Bau. So, deswegen sehe ich auch so aus. Morgen wieder da. Das wollte ich vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Hier habt ihr nun verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ihr könnt oben links unseren Kanal abonnieren, oben rechts geht es weiter zu tollen Videos von diesem Event. Unten rechts gelangt ihr zur Internetseite vom nächsten Event. Zu guter Letzt kann ich euch noch den Space Store empfehlen. Hier gibt es alles Mögliche an Fanartikeln zu euren Lieblingsserien und Filmen. Bis demnächst auf diesem Kanal.